Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, was die Koalition diese Woche wieder serviert, ist eine Frechheit. Wir haben das vorliegende Änderungsgesetz zum Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, vor über einem Jahr erstmals diskutiert. Sie hatten also fast ein Jahr Zeit, seitdem wir uns das letzte Mal mit dem Gesetzentwurf beschäftigt haben. Und was machen Sie? Sie schicken uns am Montag einen umfangreichen Änderungsantrag zum Änderungsgesetzentwurf, den Sie anscheinend nicht mal richtig Korrektur gelesen haben. Das merkte man unter anderem daran, dass die Verweise zwischen Begründungsteil und Beschlussteil nicht passten. So geht schlechte Gesetzgebung, aber anders sind wir das von der Koalition auch nicht gewohnt. Wie soll denn die Öffentlichkeit überhaupt bei Ihnen noch hinterherkommen? Ihr Änderungsantrag bezieht sich auf drei verschiedene Fassungen des NetzDG. Und Sie haben es nicht mal für nötig gehalten, eine Synopse vorzulegen, um für die Öffentlichkeit Transparenz herzustellen. Wer so handelt, will offensichtlich schlechte, intransparente Gesetzgebung betreiben. Und das schadet dem Ansehen dieses Hauses. Und das Ganze ist umso dramatischer, als das NetzDG ja einen tiefen potenziellen Eingriff in die Meinungsfreiheit darstellt. Wer Gesetze macht, die das Herz des Grundgesetzes tangieren, der muss sorgfältiger arbeiten. Alles andere ist inakzeptabel. Und das können die wenigen positiven Verbesserungen nicht aufwiegen. Sie ermöglichen zwar der Wissenschaft einen Zugang zu Daten über rechtswidrige Beiträge in sozialen Netzwerken, Meldungen und Sperrungen und damit Einblicke in das Phänomen Hass im Netz. Leider aber müssen die Forscher mit den Netzwerken aushandeln, wie viel sie für diese Daten bereit sind zu bezahlen. Außerdem erweitern Sie das Gegenvorstellungsverfahren, also die Beschwerdemöglichkeiten gegen die Löschung eines Beitrages. Das ist im Ansatz gut, aber die weiterhin vorgesehene Berichtspflicht über den Einsatz von Software zur Erkennung verbotener Inhalte normalisiert und anerkennt, dass Computer darüber entscheiden, was von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und was nicht. Das Wirrwarr aus drei verschiedenen potenziell parallel verlaufenden Verfahren bei vermeintlich rechtswidrigen Inhalten. Erstens das Verfahren vor der anerkannten Einrichtung der regulierten Selbstregulierung, zweitens das Gegenvorstellungsverfahren und drittens der eröffnete Zivilrechtsweg. Das ist nicht behoben worden. So schafft man Rechtsunsicherheit in der Bevölkerung. Und das NetzDG delegiert auch nach der heute zu beschließenden Änderung weiterhin ureigenste Aufgaben des Staates, nämlich die Rechtsdurchsetzung an private und profitorientierte Konzerne. Zudem bleibt die Ausleitung von Nutzerdaten an das Bundeskriminalamt bestehen. Dies ermöglicht eine riesige zentralisierte Datensammlung über das Internetverhalten hunderttausender Menschen. Alles in allem haben wir es hier mit verschwind geringen Verbesserungen an einem schlechten Gesetz zu tun. Und deshalb wird DIE LINKE heute auch nicht zustimmen. Danke schön. Danke, Kollegin Morassat. Das Wort geht an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen mit Renate Künast.